Ein Tag voller schockierender Entdeckungen. Das Haus der Wassergläser, die Installation der Solargeneratoren und das Vorgehen der Multi-Internationalen. Ich sehe zerstörte Regale. Der Boden liegt voller Scherben. Männer sammeln Metallschildchen auf. Zivilitäre überwachen alles. Verhaftete steigen in die grüne Minna. Das Haus der Wassergläser in Trümmern. Die Räume, die ich in- und auswendig kenne, Glas für Glas, jeden Gegenstand. Räume, die meine Zuflucht waren. Die Gefangenen, zahnlose Mulatten mit aggressivem Blick, kränkliche, hagere Menschen aus dem Nordosten, kurzbeinige Asiaten, Leute ohne Nasen, ohne Ohren, ohne Haare. Mit hängenden Augen, schuppiger Haut, mit Armstümpfen oder mit einem Loch in der Hand. Schade, der Mann ist schon eingestiegen. Ich bin sicher, er hatte genauso ein Loch wie ich. Der Redner spricht mit getragener, feierlicher Stimme wie die, die die offiziellen Nachrichten im Generalsender sprechen. Ein Zivilitär hält ein Wasserglas hoch, das einzige, das noch unversehrt ist. Wasser aus dem Tucuma. Wo zum Teufel war noch dieser Tucuma? Bilder des Bürgermeisters, des Ministerpräsidenten, des Museumsdirektors. Und die monotone Stimme. Heute um 14 Uhr fand das Museum der brasilianischen Flüsse, im Volksmund bekannt als das Haus der Wassergläser, gelegen auf dem ehemaligen Platz Largo do Arouche, ungewöhnlichen Zulauf. Zum Entsetzen der Wächter drangen plötzlich Hunderte von Menschen ein und verteilten sich. Offenbar wollten sie nur die Tausende von Gläsern betrachten, die das Wasser der Ströme, Flüsse, Bäche, Quellen, Seen, Lagunen, Brunnen und Wasserlöcher aus ganz Brasilien enthielten. Das Haus der Wassergläser war das vollständigste und meist bewunderte hydrographische Museum der Welt, geschätzt von Spezialisten aus aller Welt, die dort ständig ihre Wasserforschungen betrieben. In den 80er Jahren von Wissenschaftlern der Universität São Paulo aus Rio Grande do Sul, Espírito Santo und Paraíba eingerichtet, konnte es auf die Mitarbeit von Forschern aus dem ganzen Land zählen. Die Beteiligung des Volkes war groß. Es dauerte 12 Jahre, bis man den derzeitigen Stand der Perfektion erreicht hatte. In unzähligen Sälen, jeder einer Region gewidmet, konnte man Gläser mit verschiedenen Farbschattierungen sehen, dazu Stiche, Fotos, Landkarten, grafische Darstellungen und Erläuterungen. Eine Bibliothek und die Filmothek ergänzten das Museum. Die Diskothek bewahrte Reliquien auf, wie das Geräusch der Wasserfälle, besonders von Iguazu, das Geräusch ausgestorbenen Wasserbrausens und das Gemurmel der Bäche. Als die Aufmerksamkeit der Wächter nachließ, geschah es. Eine Sache von Minuten. Keine Möglichkeit, etwas zu verhindern. Die Leute begannen, die Gläser zu öffnen und das Wasser zu trinken. Sie tranken und begossen sich damit. Sie gingen mit durchnässter Kleidung fort. Als Minuten später die Zivilitäre kamen, war nur noch ein verschlossenes Glas übrig. Die meisten Plünderer flüchteten durch aufgebrochene Türen und Fenster. Einige wurden verhaftet. Es besteht der Verdacht, dass sie im Auftrag einer Organisation handelten. Man weiß, dass zu Beginn des Nachmittags das Gerücht umging, das Haus der Wassergläser sei unbewacht und dass dort viel Wasser aufbewahrt werde. Einer der Verhafteten sagte während der Untersuchung: Wer wollte schon das Wasser eines Flusses sehen? Wir hatten Durst, jawohl, also haben wir das Wasser getrunken, das uns rechtmäßig zustand. Ich habe das Wasser eines Baches, der an unserer Stadt vorbeifloss, gesucht. Ein Fluss, in dem ich als Kind geschwommen bin. Aus dem habe ich getrunken. Das Wasser ist hier in meinem Bauch. Ihr könnt es rausholen, wenn ihr wollt. Die Befragten sagten, niemand habe die Hitze heute ertragen können. Der heißeste Tag des Jahres, der in den offiziellen Instituten registriert wurde. Die Sonne muss das Verhalten aller Menschen verändert haben. Die Meteorologen betonen, dass die Temperatur steigend ist, vor allem da wir uns den Monaten nähern, die früher dem Sommer entsprachen. Das System ist alarmbereit, um zwei Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen. Erstens zu verhindern, dass die Migration in die Stadt anhält, zumal sie die Ursache schwerwiegender Probleme ist,
und zweitens eine gigantische Markise zu konstruieren, die das Volk vor der Sonne und der starken Hitzewelle schützen soll, die über das Land hereingebrochen ist. Werbung des Systems. Bilder von artesischen Brunnen. Eingeblendet werden Bilder von ausgetrockneten Flussbetten. Die Flüsse verschwinden. Das Wasser läuft kristallklar aus den artesischen Brunnen. Tausende von Plastikgläsern auf Fließbändern, auf den Maschinen, die sie füllen und verschließen. Kinder lachen glücklich. Im Hintergrund klassische, Optimismus heischende Musik. Die offizielle Stimme kündigt an. In 2 Minuten und 32 Sekunden neue Nachrichten über den Anschlag auf das Museum der brasilianischen Flüsse. Informationen direkt aus Regierungskreisen und eine Besonderheit, die Wiederholung eines alten Dokumentarfilms, heute ein Klassiker des historischen Kurzfilms. Der letzte Hieb. Bleiben Sie dran. Ein anderer Werbespot zeigt die Errichtung von Solarenergiegeneratoren. Städte, in denen die Techniker des Systems festlich empfangen werden. Das Volk sieht man nicht, nur die Willkommenstransparente, die gemalten Slogans. Zu hören sind Applaus und Schreie, Bravo, Bravo, es lebe das System, Glocken und Hupen. Schrott, noch mehr Schweinerei über uns, sagte der dritte Mann, der immer schweigt. Altes Eisen, alles, was sie zeigen, ist altes Eisen. Ist das aus Deutschland? Ach was. Das haben sie in der Multi-Interdeutsch verwendet, dort, wo früher Pernambuco und Rio Grande do Norte war. Sie lieferte 10 Jahre lang Energie, jetzt haben sie es wohl durch modernes Material ersetzt oder durch Maschinen, die dieser Sonne standhalten. Das alte Eisen, das verkaufen sie an Brasilien. Woher wissen Sie denn das? Woher wisst ihr das? Bei allem, was geschieht, hat einer von euch eine Erklärung und kommt mit einer Geschichte. Ich weiß es, weil ich es gesehen habe. Gesehen gibt's doch gar nicht. Sie und der andere da an der Stirnseite vom Tisch, ihr habt alles gesehen, ha? Und was ist das eigentlich für eine Manie, immer an der Stirnseite vom Tisch zu sitzen? Wollen Sie mir das erklären? Was ist denn los, mein Lieber? So viel Sorgen und Sie kommen mir mit der Frage, warum ich mich an die Stirnseite vom Tisch setze? Ich wette, Sie haben sich Ihr Leben lang nicht um solche Kinkerlitzchen gekümmert. Wer sich an die Stirnseite des Tisches setzt, wer die Zigarette bis zum Filter raucht, wer ein grünes Taschentuch zum Schnäuzen benutzt. Ach, lassen Sie uns doch in Ruhe, kümmern Sie sich um Ihr eigenes Leben. Also gut, ich werde mich um mein eigenes Leben kümmern und Sie kümmern sich um Ihres. Raus hier, raus und zwar sofort. Woanders hin, das ist meine Wohnung. Unsinn, unsere, wir werden einige Zeit zusammen leben, ob Sie wollen oder nicht. Das ist meine Wohnung, Sie können Ihre Sachen packen. Warum versuchen Sie denn nicht, uns hinauszuwerfen? Gut, ich werde es versuchen, ich werde es schaffen. Es gibt noch Gesetze in diesem Land. Was Sie da machen, ist nicht richtig. Kann sein. Aber nach welchen Maßstäben ist es nicht richtig? Gibt es welche oder hat jeder seine eigenen? Vielleicht hat jede Gruppe für sich einen Maßstab aufgestellt, der zu ihrem Überleben wichtig ist. Das System hält sich daraus. Das System ist eine Sache, eine andere das Land, eine dritte das Volk. Das System existiert als Sicherheit oder besser als der Versuch einer Sicherheit. Es verknotet die Spitzen, damit sich nicht alle umbringen. Und passen Sie nur auf, die Knoten sind schwach, sehr schwach. Solange das System einigermaßen die Bäuche füllen kann, hält sich die Struktur aufrecht. Und wie lange wird das so gehen? Weiß ich auch nicht. Ich mache ihm ein Zeichen, er soll warten. Vertraute Musik im Fernsehen. Die Kamera streift durch die Leere, ich schließe die Augen. Die Violinen im Hintergrund, Bläser, epische Töne, beschleunigtes Tempo, Ruhe. Neues Crescendo, Teller klappern,
Mussorgsky, eine Nacht auf dem kahlen Berge. Wälder beherrschen die Leinwand. Die Musik verebbt, die Bilder gewinnen an Umriss, die offizielle Stimme. Die Vandalen, die heute Nachmittag in das Haus der Wassergläser eingedrungen sind, haben nicht einmal die wertvollen Archive verschont. Fotos, Filme, Kassetten, Tonbandaufzeichnungen und Dokumente wurden verbrannt, zerrissen, zerfetzt, total zerstört. Das ist unverständlich, zumal die Eindringlinge erklärten, sie hätten lediglich Wasser trinken wollen, nichts weiter. Was die Menschen dazu veranlasst hat, den Bestand zu zerstören, ist für die besorgten Zivilitäre ein Geheimnis, das es unbedingt zu lüften gilt. Die Verhafteten werden der üblichen Behandlung unterzogen. Diese persuasive, wissenschaftliche, schmerzlose Behandlung dient dazu, die Betreffenden aus freiem Willen erzählen zu lassen, wie sich alles zugetragen hat. Ziel ist es herauszufinden, ob sich der Verdacht bestätigt, es habe einen Provokateur gegeben. Da liegt die Gefahr. Wie bekannt ist, bemüht das System sich um die Erhaltung der Geschichte. Es wurde nur sehr wenig unversehrtes Material gefunden. Der letzte Hieb wurde gerettet. Er ist eine Rarität, ein Bericht ohne größere künstlerische Ansprüche. Es handelt sich um eine Reportage, die in Super 8 von einem Amateur gefilmt wurde. Wir alle kennen jedoch die historische Bedeutung dieses Kurzfilms. Als er zum ersten Mal gezeigt wurde, rief er Polemik, Diskussionen, Demonstrationen, Aufmärsche, eine Spaltung im Lager des Militärs und internationale Proteste hervor. Intensive Agitation im Land. Die Regierung war zu jener Zeit nicht in der Lage, diese Bewegung zu kontrollieren. Es herrschten Anarchie, Korruption und absolutes Chaos. Der letzte Hieb war ein kleiner, unprätentiöser, schlecht gemachter Film, der jedoch den Sturz der Elite förderte, die in der Epoche der großen Völlerei an der Macht war. So ermöglichte der Film die Errichtung des zurzeit herrschenden Systems, das, wie alle wissen, die schweren inneren und äußeren Probleme dieses unseres Landes gelöst hat. Sehen Sie jetzt die Feier beim Fällen des letzten Baumes von Brasilien in der kleinen Ortschaft Santa Ursula. Die Musik schwillt an, die Bilder bewegen sich. Bewaldete Ebenen, Sümpfe, Seen, Flüsse, Wasserfälle, Bäche, riesige Baumstämme. Der Sprecher zählt die Arten auf. Wären die Aufnahmen der schon so lange ausgestorbenen Bäume nicht so wunderschön, wäre dies ein höchst langweiliger Film ohne jede Fantasie. Wie oft habe ich diesen Streifen wohl schon gesehen? Santa Ursula, ach, die Stadt hat es nie gegeben, sagt der Mann, der immer Konfekt isst. Wieso nicht? Sind Sie auch so ein Alleswisser? Werden Sie mir jetzt eine weitere Geschichte erzählen? Ich bin voll davon. Alle Welt weiß, dass Santa Ursula überschwemmt wurde, als der Staudamm des E-Werks von Manguinhos gebaut wurde. So sagt man. Wer beweist das? Manguinhos ist mit dem Erdbeben verschwunden. Woher wissen Sie das? Ich habe im Geografischen und Statistischen Institut in Paraíba gearbeitet. Als der ganze Zirkus um diesen kleinen Film gemacht wurde, ging ich dem nach. Ich konnte keinen Eintrag einer Stadt mit dem Namen Santa Ursula finden. Da müssen Sie falsche Nachforschungen angestellt haben. Der Film zeigt doch den Ort. Die Feier hat stattgefunden. Im Tal von San Francisco. Im Tal von San Francisco gab es ein Santa Ursula. Ich habe Fotos verglichen und dorthin geschrieben, aber etwas stimmt nicht. Der Ort im Film hatte überhaupt nichts gemein mit den Fotos, die ich bekommen hatte. Er war ganz anders. Ja und? Der Film, die Feier, alles war gefälscht. Gefälscht? Mit welcher Absicht denn? Das ist mehr oder weniger klar. Und doch wieder nicht. Wie geheimnisvoll. Plötzlich habe ich keine Lust mehr, mir den Dokumentarfilm anzusehen. Nicht, weil der Mann mir das erzählt hat. Ich glaube kein einziges Wort von ihren Geschichten. Wenn man so eigenbrötlerisch ist, kommt das dabei heraus. Um sich zu unterhalten, erfinden sie Geschichten. Sie wissen alles. Das geht zu weit. Ich stelle das Fernsehen ab und erinnere mich an die abgebrochene Unterhaltung.
Sie hatten mir gerade etwas erzählt, sagte ich zu dem Mann, der immer an der Stirnseite des Tisches saß. Ja, ich habe angefangen, aber Sie gingen fernsehen. Ich sagte, ich sprach von Vertrauen. Oder sowas. Ach ja, richtig, Sie sagten, man müsse vertrauen. Worauf? Das weiß ich nicht genau. Ich glaube auf die Menschen. Auf das Ethos jedes Einzelnen, auf sein Verhalten. Ich bekomme Zweifel, wenn ich das Wort Ethos benutze. In einer Situation wie der unseren ergibt das keinen Sinn mehr. Aber ich glaube noch an jeden einzelnen Menschen. Das Problem liegt darin, dass wir uns alle Sorgen um das Überleben machen. Viele so sehr, dass sie sogar bereit wären zu töten. Ihre Theorie ist möglicherweise logisch. Das gibt Ihnen aber nicht das Recht, in meiner Wohnung zu bleiben. Ich habe dafür bezahlt. Ich habe mein ganzes Leben lang hier gelebt. Diese Wohnung, das bin ich. Als Satz ganz hübsch. Ansonsten ziemlich traurig. Wenn Ihr Leben nur diese Wohnung bedeutet, was für ein Leben haben Sie dann geführt? Nein, nein, Sie brauchen nicht zu antworten. Was Sie nicht wissen, dass auch ich, auch diese Männer hier, dass wir einmal unser eigenes Dach über dem Kopf gehabt haben. Wir haben dafür gekämpft, bezahlt, geschwitzt und verloren. Wenn Sie mein Haus noch nicht abgerissen haben, dann wohnt wahrscheinlich ein Belgier dort. In dem Haus von dem da, der immer konfekt ist, lebt ein Südafrikaner. Im Haus von dem anderen ein richtiger Chinese. Aber es war nicht nur das Haus. Oh nein, wir mussten unser Stück Land, unsere Städte verlassen. Schlichtweg verjagt, ohne bei irgendjemand Hilfe zu finden. Ausgebürgert. Wissen Sie, was das ist? In Ihrem eigenen Land ausgebürgert zu sein. Wir wurden aus unseren Regionen vertrieben. Eines schönen Tages steckten sie uns in Omnibusse und fuhren uns weg. Und dann setzten sie uns 200 Kilometer von Masio entfernt aus. Wann war das? Vor etwa 2 Jahren. Die Leute kamen aus allen Richtungen. Ganze Familien wurden von den Multinter vertrieben. Die Ausländer brachten ihr eigenes Personal mit. Wenn sie Brasilianer anstellten, dann nur für grobe, niedere Arbeiten. Sie haben das Gleiche mit uns getan, was wir mit den Negern und Indianern vor 500 Jahren gemacht haben. Und die Regierung? Die Reservate wurden bedingungslos übergeben. Sie waren ausländisches Territorium mit eigenen Gesetzen und einer Struktur, die fix und fertig aus den Herkunftsländern mitgebracht wurde. Nicht Intervention. Das war Teil der Vereinbarungen. Das kann ich nicht glauben. Auch wenn Sie sehen, was um Sie herum vorgeht, was glauben Sie denn, woher diese Leute kommen und warum sie kommen? Ich habe einen Freund, ehemaliger Professor wie ich, Tadeo Pereira. Er hat mir von den Migrationen erzählt. Dinge, die sie jetzt wiederholen. Ich frage mich, wo uns das hinführen wird. Sie waren Professor? Welches Fach? Geschichte. Sie arbeiten nicht mehr? Sie scheinen noch sehr jung zu sein für den Ruhestand. Vorzeitig pensioniert. Ah! Ah, nur ah! Sie fragen mich nicht, warum? Ist das nötig? Wissen Sie, was ich bin? Agronom. Ich habe etwa 10 vorzeitig in den Ruhestand versetzte Freunde. Das war wohl zu einer gewissen Zeit eine Epidemie in diesem Land. Jede Familie hat ihren Fall. So eine Art private Scham oder versteckte Sünde. Ich empfinde keine Scham.
Für mich ist das eine Auszeichnung. Aha. Aber Sie verhalten sich nicht so. Sie sind ein merkwürdiger Mensch, Herr Sousa. Wirklich sehr merkwürdig. Sie bleiben apathisch, während die Welt um Sie herum in Trümmer geht. Sie reagieren nicht, Sie sind allem gegenüber indifferent. Ich beobachte das seit gestern. Heute habe ich Sie provoziert, als ich sagte, ich würde Ihre Wohnung nicht verlassen. Da wollte ich Sie auf die Probe stellen. Nach einem schwachen Protest haben Sie sich damit abgefunden. Sie haben nur einen Anflug von Verärgerung gezeigt. Jeder andere hätte uns schon längst mit Fußtritten hinaus befördert, Sie aber nicht. Sie haben es akzeptiert. Es fällt schwer zu glauben, dass Sie Professor für Geschichte sind, gewesen sein sollen. Sie stehen still, ungerührt. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass Sie einmal zum vorzeitigen Ruhestand gezwungen worden sein sollen. Für mich sind Sie nicht gerade einer, der dem System missfallen und es zu einer so heftigen Reaktion veranlassen könnte. Was ist geschehen? Was hat Sie dazu gebracht, dass Sie sich so verändert haben? Vielleicht weiß ich es. Es gibt so viele unverbundene Koordinaten. Man muss sie nur aufeinander beziehen. Das ist nicht schwer. Kein bisschen. Dieser Mann wird lachen, wenn ich ihm erzähle, dass mein Kopf klarer denkt seit diesem Loch in der Hand. Manchmal sehe ich ihn an und denke, er existiere gar nicht. Ist nicht da. Nur ein Produkt meiner Halluzination, weil die Sonne so brennt. Das war so meine Art, das Bewusstsein wieder zu erlangen. Jahrelang kam mir mein Gehirn wie verschlossen vor. Wenn man geistig noch so wach ist, gibt es doch immer einen Punkt ohne Rückkehr. Ist dieser Punkt erreicht, taucht das Bewusstsein in einen kataleptischen Zustand ein. Das Unbewusste arbeitet und verteidigt sich jedoch. Es reagiert. Als ich zurückkehrte, fand ich eine Welt vor, die ich nicht kannte. Tag für Tag versuchte ich, sie zu ergründen. Ich stelle fest, dass ich mich zuallererst neu erkennen und identifizieren muss. Ich gestehe, ich bin verzweifelt. Jeden Augenblick frage ich mich, ob es die Mühe lohnt, zu überleben oder wiedergeboren zu werden. Und die Antwort kommt nur zögernd. Auf dem Toilettentisch im Schlafzimmer habe ich das Foto einer Frau gesehen. Sind Sie Witwe? Nein, ich bin verheiratet. Und wo ist Ihre Frau?